Moin, hallo und kommt zurück zu No Man's Sky. Huch. Da ist er gerade verschwunden. Da hat er so lange gewartet und ist dann wieder abgehauen. Ich war gerade noch auf der Durchreise. Und hatte noch ein paar Sachen gesammelt, dass wir noch ein paar Sachen bauen können. Da tauchte gerade unser Freund hier auf. Und wollte es von mir. Dann habe ich gedacht, da musst du ja doch die Aufnahme schnell starten. Dann habe ich die Aufnahme gerade schnell gestartet und jetzt ist er weg. Da ist er einfach gegangen. Na gut, ich wollte gerade durchs Schwarze Loch noch düsen hier. Machen wir das halt. Dann, ja, weiß nicht, kommt unser Freund auf mich nochmal wieder. Er hatte wohl keine Lust mehr zu warten. So, where the black hole led me System. Okay. Das ist auch mal eine Idee. Von 0.50. Fast 1 Million Lichtjahre, das Überlicht. Ich weiß gar nicht, ob man das erkennen kann, wie weit man noch vom Zentrum entfernt ist. Das wäre ganz gut zu wissen. Gerade mal das Upgrade mit. Tja, da war gerade Dingens. Das hatte ich vorhin schon mal gehabt. Das habe ich dann mal ausgeschaltet, damit da nichts getriggert wird. Aber da ich dann aus dem Warp rausgekommen bin, wegen dem schwarzen Loch, ja, hatte ich das Problem gerade, dass ich da unseren Freund getriggert habe, obwohl ich die Quest gar nicht anhabe. So, hast du noch was Tolles für mich? Upgrades und so? Ich habe das Inframesser nochmal geupgradet, aber... Ja gut, ein Raumschiff fällt nämlich nochmal mit. Mir ist aufgefallen, dass ich brauche die X-Module. Die sind, glaube ich, ein bisschen stärker, weil die S-Module, die sind zwar nett, aber nicht so gut. Jetzt ist natürlich die Frage, zapp ich jetzt noch weiter oder nicht? Ich kann natürlich die Planeten noch scannen, aber das mache ich mal gerade nicht jetzt hier. Wo bin ich denn jetzt überhaupt? Können wir mal gerade gucken. Ich bin... Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Da unten ist noch ein schwarzes Loch. Da sind überall schwarze Löcher da unten. Das Problem ist halt, wo führen die hin? Na, guck mal hier, wie viele schwarze Löcher hier sind. Da ist ein schwarzes Loch. Da, da, da. Jetzt werden mir überall schwarze Löcher angezeigt. Krass. Der kürzeste Weg wäre natürlich hier rüber, ne? Ja, also der kürzeste Weg. Die Frage ist, wofür führt es halt hin, ne? Weil wir müssen ja in die Richtung hier. Oh, der hat sogar eine Menge. Da kann ich sogar komplett hinfliegen. Krass. Komm, fliegen da mal hin. 2 Sterne. Ich müsste eigentlich mal gucken, ob ich noch genug Treibstoff habe. Ich habe von Gordon hatte ich noch einen Tipp gekriegt, wie ich dann halt ins Zentrum komme auf die Schnelle. Ich weiß nicht, ob das ein Trick ist oder ob man das so standardmäßig auch machen kann oder soll. Ich weiß es nicht genau. Ich hätte mal gesagt, dass man es machen kann. Und ja, ich wollte eigentlich gucken, dass ich die Staffel langsam mal zu dem Ende führe. Eigentlich hätte ich gehofft, dass wir jetzt hier ins Zentrum kommen und dann in die nächste Galaxie huschen, hätte ich jetzt weiter gesagt. Andererseits haben wir auch noch ein bisschen was zu tun, so ist es nicht, aber das ist doch gerade wieder eine Spontanaufnahme. Ich wollte ja eigentlich schon längst die Expedition laufen haben jetzt hier, aber das fühlt sich jetzt so komisch an, wenn die Staffel dann plötzlich mittendrin aufhört und dann erst nach einem Monat weitergeht beinahe. Das wäre dann nicht so toll. Komm, wir nehmen den noch mit. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt langsam voll ist oder ob ich immer noch mehr upgraden kann. Komm, wir gucken hier nochmal gerade. Ich glaube, ich kann ja nicht mehr als 3 gleiche Module einbauen, ne? Ich glaube ja, ich glaube, mehr war das nicht. Startdüsen, Hyperantrieb, Raumschiffschild, wäre natürlich auch nett. Wir gehen echt langsam die Dinge aus. Ich muss unbedingt wieder Naniten farmen. Ich nehme alles mit. Ich habe langsam keinen Platz mehr im Inventar und ich habe keine Naniten mehr. Das heißt, wir müssen wieder welche farmen.
Da muss ich mich auch nochmal zwischendurch mal hinsetzen. Andererseits ist ja noch die andere Expedition ist am Start. Die 7, glaube ich, ist das jetzt. Da müsste ich auch nochmal gucken. Und der sieht ein bisschen dunkelgolden aus, ne? Oder so ockerfarben? Gammawurzel. Ich hätte ja noch ein bisschen, stimmt, ich habe ja noch ein bisschen Material gesammelt. Da könnten wir gerade mal gucken. Wo ist das schwarze Loch jetzt hier? Ich sehe das nicht. Hier war noch ein schwarzes Loch, da bin ich jetzt doof. Ach nee, das war das normale System hier. Ich bin jetzt, im Augenblick bin ich halt immer in schwarze Löcher-Systeme gewarpt hier. Von daher, also wie viel Treibstoff haben wir noch? 80, wir haben noch ordentlich, okay. Ich habe ja noch was gebaut. Ich habe mir noch ein bisschen, wo haben wir es? Ich habe keinen Platz, ich muss hier echt aufräumen. Hier, da haben wir den Solarspiegel und hier haben wir das lebende Glas. Und wir haben natürlich jetzt gerade keinen Platz mehr im Inventar. Toll. Das hier jetzt nicht sogar. Komm, dann schmeißen wir das gerade weg. Oh, da kann ich das hier bauen. Ne, kann ich hier nicht bauen, ne? Ne, kann ich hier nicht bauen. Muss ich tatsächlich hier bauen? Ich kann nämlich die, wo war sie? Das hatte ich ja schon versucht, in der letzten Episode zu bauen. Hier, die Traumantenne. Kann ich bauen. Haben wir gebaut. Ein Signalempfänger und Verstärker, der auf die Wellenlänge des Unterbewusstseins abgestimmt ist. Er ist jede Farbe gleichzeitig und spaltet das umgebende Licht in einem schimmernden Regenbogen. Warnung, das Mitführen dieser Antenne in die Tiefen des Weltraums kann die Aufmerksamkeit der kosmischen Megafauna auf sich ziehen. Das ist das, was wir wollen. Und, ja, ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt gleich mal machen sollten. Ich habe ja noch einen Anomaliedetektor dabei. Kurgan, glaube ich, hatte mir das gesagt. Ich habe schon wieder vergessen. Ich habe so viele Kommentare zwischendurch gelesen, versucht zu beantworten noch. In den letzten Tagen, dass ich das schon wieder vergessen habe. Wo habe ich es denn? Ich könnte den hier benutzen. Scan beginnen. So, dann machen wir das nur doppelt, ob Host läuft. Und jetzt müssen wir einfach warpen. Und dann muss ich gucken, wenn... Ich weiß gar nicht mehr, was war das? So ein Dingsymbol, habe ich vergessen. Ich muss mal gucken, weil ich immer, dass ich das richtige Symbol anklicke. Beziehungsweise beim richtigen Symbol Stopp mache. Das hier. Nokowski-Win. Da, den suchen wir. Oder die? Ich habe keine Ahnung. Eine Nachricht. Das ist nämlich... Oh, oh, nicht gut. Eine kolossale, prachtvolle Kreatur treibt an meinem Raumschiff vorbei. Ich hoffe nur, dass ich jetzt nicht hier aufditsche. Und scheint durch das Vakuum des Raums zu schwimmen. Au. Ein Nimbus aus Sternstaub umwog sie. So etwas habe ich noch nie gesehen. Das nehme ich, meine Freunde. Sieht ziemlich abgefahren aus. Hat sogar richtig Tentakel und so. Krass. Ist nämlich eine lebende Fregatte. Habe ich gesagt bekommen. Und die sieht ziemlich abgefahren aus. Reisender, in der Unendlichkeit der Schicksale trafen wir aufeinander. Okay, dann aber ohne mein Gedächtnis würde ich sagen. Gelassenheit und Frieden überkommen mich in der Gegenwart dieser uralten Kreatur. Es fühlt sich zutiefst vertraut an, so als ob wir uns schon immer gekannt hätten. Dann Kett zu meinem Schussfaden, zusammengewebt im kosmischen Wandteppich. Ich bin froh, zusammen zu sein. Wandteppich? Nach dem Wandteppich fragen. Ich habe schon oft gesehen, wie sich dein Schicksal mit dem meinen verflochten hat. Soll ich mich noch einmal deiner Frachterflotte anschließen? Komm, lass uns gemeinsam träumen. Wer bist du in diesem Leben? Komm, wir träumen gemeinsam. Die walähnliche Kreatur öffnet ihren Rachen, ein klangvolles Wiegenlied überschwemmt mich und taucht mein Bewusstsein in Wellen der Euphorie. Die Stimme des Wesens wird immer leiser, während sich in meinem Kopf seltsame Visionen manifestieren. Umsehen, fühlen, bewegen, erwecken. Au. In Wellen von Euphorie. Seltsam, wenn man umsehen bringt ja nichts. Bewegen wüsste ich jetzt auch nicht. Erwecken? Frage ist, was erwecken? Erwecken ist das Einzige, was in Klammern ist.
Ich hätte aber gesagt, fühlen. Fühlen sagt mir jetzt eher irgendwie zu. Ich bin mir nicht sicher. Probieren wir mal fühlen aus, mal gucken. Ich schwimme mit schwerelosen Gliedern durch ein Meer von Sternen. Es ist blöd, dass der Typ da hinten gerade am Abbauen ist. Ein System von Himmelskörpern taucht auf. Drei Welten laden mich ein, näher zu kommen. Doch ich weiß, dass meine Zeit hier flüchtig ist. Nur ein Planet kann erreicht werden. Ich presse meine Gliedmaßen an meinen Körper und tauche hinab zu einer belebten außerirdischen Metropole, von Indiumadern durchzogenen Bergen, einem Megafauna-Ökosystem. Ja, Metropole ist ganz nett. Indium weiß ich jetzt nicht, ist jetzt nicht so, aber die Megafauna interessiert mich. Ich verstehe, Reisender. Ich beginne, dich klarer zu sehen. Zeig mir mehr. Das Wiegenlied der Kreatur zieht mich weiter. Mein Körper ist ihr Körper. Wie eins schwimmen wir durch den Traum. Ich stehe auf der ungeschützten Oberfläche einer hitzeverbrannten Wüste. Schwefelhaltige Wolken ziehen über mir auf. Der Himmel grollt und mein Anzug warnt mich. Ein Feuersturm zieht auf. Geduldig warten und auftanken, Sturmkristalle sammeln. Ich habe immer Sturmkristalle gesammelt. Die feindliche Welt verlassen oder erwecken. Geduldig warten und auftanken. Sturmkristalle sammeln habe ich sonst immer nicht gemacht. Die feindliche Welt verlassen, erwecken. Vielleicht noch mehr wissen, muss ich zugeben. Wir warten mal geduldig. Die Kreatur modelliert ihr Lied als Reaktion auf meine Wahl. Obwohl ich die Vision gestalte, spüre ich, dass Nukovskivin Yiftu auf diese Weise einen eigenen Platz in unserer Partnerschaft finden will. Okay. Die Bilder verändern sich. Ich befinde mich auf der Brücke meines Hauptschiffs. Schrille Alarm. Kritische Energieversorgung. Alle Systeme fallen aus. Die Techniker brauchen Zeit für die Reparaturen, aber opportunistische Piraten werden wahrscheinlich jeden Moment den verwundbaren Frachter angreifen. Das sind interessante Situationen. Testet der mich jetzt? Alles ist ausgefallen. Die Techniker brauchen Zeit für die Reparaturen. Energie sparen. Energie zum Hyperantrieb umleiten. Behörden um Hilfe. Das Problem ist, hier steht drin, die Techniker brauchen Zeit für die Reparaturen. Die Frage ist, was genau ausgefallen ist. Das heißt ja, alle Systeme fallen aus. Aber das heißt ja für mich eigentlich, dass noch nicht alles ausgefallen ist. Tja, in manchen Dingen sollte man sich eigentlich auch zurückziehen, würde ich sagen. Man könnte auch um Hilfe bitten. Das Problem ist aber, du weißt doch nicht, wann die da sind. Und ich würde doch meine Crew versuchen, eher in Sicherheit zu bringen. Also sollten wir zusehen, dass wir den Hyperantrieb ans Laufen kriegen, dass sie wegkommen. Ich stehe halt auf der Brücke und ich bin ja für die Leute verantwortlich. Also dann würde ich sagen, sollten wir uns lieber zurückziehen. Das Lied der Kreatur entfaltet sich zu einer Sprache. Ich spreche nun fließend jede der großen fremden Sprachen. Die Zeit vergeht auf unkonventionelle Weise und ich verbringe einen lohnenden Tag mit dem Training und dem Erlernen der Bräuche der... Oh, jetzt muss ich mir eine Rasse aussuchen. Der Wikin, Corvex oder der Gek? Wir haben eigentlich bei dem Corvex damals angefangen. In Staffel 1, muss ich zugeben. Und, ich fand aber die Gek eigentlich ganz cool, muss ich zugeben. Die Wikin sind auch ganz interessant auf ihre Art und Weise, aber... Ja, weiß ich nicht. Ich muss jetzt nicht unbedingt mit dem Fuß durch die Tür. Oder mit dem Kopf durch die Wand. Analytisches Vorgehen, so wie die Corvex. Ja, beobachten und sowas. Aber ich, das finde ich zumindest bei meinem Gärtner-Gag ganz interessant. Man kann halt auch einen anderen Weg gehen. Man muss nicht den Weg gehen, den alle gehen.
sondern es gibt immer noch einen anderen Weg, der auch zum Ziel führen kann. Zu einem anderen Ziel, aber der auch zum Ziel führen kann. Wir nehmen den Gag. Die Visionen verdunkeln und verstärken sich. Ist das positiv oder so schlecht? Ich schleiche durch einen verfallenen Frachter. Groteske Eiersäcke hängen von der Decke, schwitzend und bebend. Die Säcke sind zahlreich und ich bin allein. Den verfallenen Frachter haben wir schon gemacht. Am Anfang bin ich auch vorsichtig durch die Gegend gegangen. Die sind dann aber geplatzt und dann mussten wir uns halt verteidigen. Einen Sack zum Erforschen extrahieren, auf die Säcke schießen. Einen taktischen Rückzug wählen. Da wäre zum Beispiel der Rückzug angesagt. Ich bin halt allein. Man weiß ja nicht, wie viele Säcke das sind oder wie viele da rauskommen können halt, ne? In Dingens weiß man das halt. Erforschen wird auch schwierig, weil du weißt ja nicht, wenn du es plötzlich aufmachst, dann bist du angesprungen oder so. Wir sind natürlich schon allein rumgelaufen, haben da alles niedergeballert, aber in dem Sinne würde ich tatsächlich sagen, wenn man sich nicht sicher ist, man sollte nicht die Büchse der Pandora öffnen. Das könnte dann doch gefährlich sein. Andererseits könnte es natürlich wieder zu was Neuem führen, aber wie würden wir vorgehen, wenn wir alleine sind? Ich muss zugeben, ich wäre da wahrscheinlich ein bisschen mehr reckless. Frage ist halt, ob das gut ist, ne? Was würde ich der Kreatur jetzt antworten? Ich weiß ja auch nicht, aus was sie geboren wurde. Das weiß man auch nicht. Sie könnte ja auch aus so einem Eiersack geboren worden sein, wenn sie sie zierst oder drauf schießt. Auch nicht so das Gelbe vom Ei, ne? Man weiß es halt nicht. Man weiß es erst, wenn es halt, ja, passiert oder zu spät ist. Dann wäre es natürlich dann schon nicht mehr so geil. Die Säcke sind zahlreich und ich bin allein. Also die Säcke sind zahlreich, heißt für mich schon keine gute Idee. Das merke ich bei meinem MMO immer, bei WoW. Immer draufhauen, keine gute Idee. Weil irgendwann, funktioniert nicht. Taktischen Rückzug wählen wir hier auch. Ein Notsignal führt mich in einen abgelegenen Sektor des Weltraums. Ich entdecke einen treibenden Piloten, das Schiff in Trümmern, der Treibstofftank leer. Als ich mich nähere, versucht ein Gesetzloser zu fliehen. Ein treibender Piloten, das Schiff in Trümmern. Der Tank ist leer. Was bringt es, dem Piloten Ersatztreibstoff zu schenken, wenn das Schiff in Trümmern liegt? Das macht doch keinen Sinn. Treibstoff des Gesetzlosen beschlagnahmen. Das Interessante ist, dass diese Antwort sich bewegt. Gesetzloser versucht zu fliehen. Man weiß natürlich jetzt nicht, ist er das gewesen oder nicht? Das weiß man ja nicht. Er ist zwar ein Gesetzloser, aber man weiß es halt nicht, ne? Frisches Tritium abbauen. Wir könnten was abbauen. Oder ihm Treibstoff schenken. Wir könnten ihm natürlich auch Treibstoff schenken und dann selber Tritium abbauen. Also von daher nimmt sich das nichts. Was mich ein bisschen irritiert ist, das Schiff ist halt in Trümmern. Dann bringt es nichts, ihm Treibstoff zu geben, wenn, ja. Das irritiert mich gerade. Wenn das Schiff beschädigt wäre, ja. Dann hätte ich gesagt, hier, Treibstoff kann er bestimmt gebrauchen. Normalerweise bin ich auch ein Abbauer, muss ich zugeben. Ich könnte mir natürlich gut vorstellen, dass wir dadurch gerade die Stats des Schiffes basteln. Das wäre ziemlich lustig, muss ich zugeben. Tja, wie machen wir das denn jetzt? Abbauen oder schenken? Schenken geht natürlich schneller, ne? Komm, wir bauen mal ab. Ich würde gerne mal Tritium abbauen. Ich bin verloren in einer unbekannten Galaxie. Fremde Sterne ringsherum. Das kommt uns sehr bekannt vor, ne? Artemis und so. Staffel 1 war das, glaube ich. Eine Drohung knistert in meinen Ohren. Übergib deine Fracht oder stirb. Kommt uns bekannt vor.
Das feindliche Raumschiff ist gut bewaffnet. Seine Ausrüstung ist der meinen überlegen. Es wird ein harter Kampf werden. Ein Deal aushandeln. Zuerst schießen, sie ausmanövrieren und fliehen. Naja, das Problem ist schon, die sind stärker bewaffnet als ich. Das ist schon mal schlecht. Deal aushandeln. Man weiß nicht, wie sie drauf sind, weil wer sagt denn, dass die sich nicht die Fracht holen und ich dann sowieso drauf gehe? Dann bringt es auch nichts. Drauf schießen wäre blöde, weil wenn die wirklich dann stärker ausgerüstet sind, dann pusten sie mich einfach vom Himmel, ist auch blöde. Dann lieber versuchen auszumanövrieren und zu fliehen. Habe ich, glaube ich, am Anfang gemacht, ne? Mit den Wächtern, glaube ich. Ich glaube ja. Auszumanövrieren und fliehen. Das Lied beginnt zu verklingen. Oh, wie sind wir fertig jetzt mit dem Fragebogen? War das gut, war das schlecht? Im Grunde genommen habe ich immer die Coward-Antwort genommen, ich bin immer abgehauen. Aber wie war das immer? Die dummen Menschen überleben? Nein. Waren das? Nee. Die klugen Menschen überleben? Ich habe es vergessen. Wie war denn der Spruch nochmal? Habe ich vergessen? Da gab es irgendeinen Spruch. Ich bin mir nicht mehr sicher. Habe ich vergessen. Wahrscheinlich bringe ich es gerade durcheinander. Ist auch egal. Ich habe jetzt einfach so nach gut dunken und ja. Nach dem, was mir so in den Sinn kommt, gerade geantwortet. Ich bin gespannt. Ich finde die echt cool gemacht. Guck mal, die hat hier so abgefahrene Farben. Hier, guck mal, da ist so grün, hier ist so ein bisschen blau, lila und hier geht es dann so in so Magenta über. Das sieht ziemlich nice aus. Ich blicke auf den Horizont eines atemberaubenden Planeten. Exotische Herden grasen friedlich auf duftendem Gras. Ausgedehnte außerirdische Höhlen sind von ungeheurem Reichtum erfüllt. Ich könnte verweilen oder diese Welt so verlassen, wie ich sie vorgefunden habe. Jede Spezies entdecken, jede Ressource ausschöpfen, nur zum Auftanken halt machen. Ja, nur auftanken ist auch blöde. Eigentlich müsste ich, das habe ich aber bisher nicht so gemacht, weil ich halt immer unterwegs gewesen bin. Da wäre ich eigentlich nur am Auftanken eigentlich, aber ich würde eigentlich tatsächlich, muss ich zugeben, jede Spezies entdecken wollen, weil das klingt echt schön da. Komm, wir machen mal entdecken. Ressource ausschöpfen, nee. Der Traum weicht zurück, die Realität tritt wieder in den Vordergrund. Oh. Die Realität ins Auge sehen oder fliehen? Püh, das ist jetzt eine tiefgehende Frage. An sich gibt es halt nur eine Antwort für mich, ne? Antwort 2 eigentlich. Ich bin eigentlich ein Träumer, muss ich zugeben. Und es wäre schön, wenn das Realität werden würde. Vielleicht wird es das ja eines Tages. Gucken wir mal. Da ist sie gegangen. Was haben wir das jetzt? Ist sie jetzt noch da oder ist sie jetzt nicht da? Wahrscheinlich haben wir es nur geträumt. Das war alles nicht real. Okay, das war ziemlich abgefahren, muss ich zugeben. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. War ich in der Station schon? Ich weiß es nicht mehr. Doch, ich glaube, ich war in der Station. Und hatte mir noch die Upgrades geholt. Jetzt bin ich gerade durcheinander gekommen. Ich bin mir nicht sicher. Also so, weil sie nichts gesagt hat, würde ich es pauschal behaupten, ist hier gegangen. Also sie war mit den Antworten nicht zufrieden. Oder wir sind nicht auf eine Wellenlänge gekommen. Ich wollte gerade... Achso. Kann ich hier eigentlich mal... Das ist ein normales, ne? Ja. Kann ich meinen Frachter gerade rufen? Ich muss mal gerade gucken. Jetzt kommen ja alle hierher. Ist die Fregatte dabei oder nicht? Achso, ich muss die eine Fregatte noch reparieren. Fällt mir gerade so ein. Oh, es sind mehrere Fregatten beschädigt. Das ist nicht gut. Ich glaube, sie ist gegangen. Ich sehe sie nämlich nicht. Okay, interessant. Wahrscheinlich habt ihr die Fregatte mal mitgenommen. Ich habe sie tatsächlich gehen lassen. Ich glaube, sie ist gegangen. Interessant. Das haben bestimmt auch die wenigsten. Ich hätte wahrscheinlich die Realität zurückgehen sollen. Egal. Interessant. Interessante Lösung. Das ist meine Flotte. Guck mal hier.
Meine Gruppe landet gerade. Oder? Ich weiß gar nicht. Ne, das könnten Händler sein hier. Oh, ich sehe gerade, ich kriege eine Warnung. Okay, ich hätte in der Realität ins Auge sehen müssen. Schade. Macht aber Sinn wahrscheinlich. Ja, ist ein Händler, okay. Kann ich noch ein bisschen Zeug bei dir verticken gerade, Kollege, wenn du gerade hier bist? Interessant, interessant. Ich gehe mal stark davon aus, dass die meisten von euch die Fregatte mitgenommen haben. Ich habe sie nicht mitgenommen. Habt ihr mal was anderes gesehen? Aber wir haben es ja nicht eilig. Ich habe ja die Traumaten, ich habe ja noch Anomaliedetektor, also ich gehe mal davon aus, wir können nochmal ohne Probleme das machen. Dann kriegen wir das nochmal hin. So, habe ich jetzt noch irgendwas zum Verkaufen? Die Geode verkaufe ich mal gerade hier, die braucht ein bisschen Platz. Das unraffinierte Pyritfett, weg damit. Ist nichts wert hier, aber ist egal. Ich will noch Kreaturkunden, die zwei hauen wir noch raus, dann habe ich einen Slot frei. Sternseite brauche ich noch, die behalte ich. Das muss ich eigentlich alles wegräumen. Ich habe 7 Kristalle, warum? Ich habe keine Ahnung. Kryopumpe. Weiß ich jetzt gar nicht, ob ich die zum Bauen gebrauchen kann oder so. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Dich können wir verkaufen. Du bist nur zum Handeln da. Boah, ist das denn? Fusionsbeschleuniger? Der ist 7 Millionen wert? Verkaufen. Beutelgift verkaufen wir auch mal. Das können wir auch noch verkaufen. Radon hier, dann kriegen wir das noch weg. Das Zeug. Oh, das ist auch jetzt sogar ein bisschen was wert. Wow. Traumantenne. Könnte ich es auch verkaufen für 16. Wow. Grabbeeren habe ich noch gesammelt. Die sind sogar 17.000 wert hier. Wow. Okay, so, dann haben wir das verkauft. Dann reparieren wir gerade meine Flotte, wenn ich jetzt gerade hier bin. Okay, das ist auch interessant. Also habe ich die nicht gekriegt. War das die letzte Frage? Hätte ich der Realität ins Auge blicken müssen, damit ich sie mitnehmen kann? Oder habe ich schon irgendwas falsch geantwortet? Ich weiß es nicht genau. Vielleicht habe ich auch schon was falsch geantwortet. Aber egal. Achso, warte mal. Lass mal kurz hier irgendwo gerade ein Lager aufschlagen und mal den ganzen Mist da reinschmeißen. Unabhängig davon... 7, ne? Habe ich da noch Platz, bitte? Oh, ich muss unbedingt aufräumen. Habe ich in der 6 noch irgendwo Platz? Da. Auch nicht mehr viel. Uff. Die Sternseite brauche ich zum Bauen. Die packe ich mal weg. Moment, habe ich so viel Sternseite gekauft? Wieso habe ich so viel Sternseite gekauft? Ich weiß es nicht genau. Gag-Relikte brauche ich gerade nicht. Das war... Was war das hier? Raumschiffschild. Müsste ich mal gucken, ob ich es einbauen kann. Was ist das hier? Impulsantrieb. Packe ich jetzt mal alles weg. Ich muss hier unbedingt aufräumen. Sage ich immer und dann mache ich es doch wieder nicht. Gamma-Wurzel erstmal weg. Das Ding brauche ich auch gerade nicht. Das geht auch erstmal weg. Scanner-Modul. Ich habe es bestimmt rausgenommen, um das einzubauen. Und jetzt nehme ich es wieder raus. Ist egal. Die wollte ich noch benutzen, die wollte ich noch benutzen. Da habe ich hier viel Mist im Inventar. Das gibt's gar nicht. Was war das hier? Schilde, ne? Ja, Raumschiff-Upgrade-Schild. Ist egal. Weg. Weg, weg, weg. Wir brauchen gerade ein bisschen Platz. Fisium auch gerade weg. Ihre, die sieht. Pumpe. Konnte ich das verkaufen oder war das Handeln herstellen? Okay, das war für beides. Dann behalte ich das mal. Okay, das Zeug geht da rein. Das Zeug ist Supraleiter. Weiß ich gar nicht, wofür das gut ist. Noch mehr von dem Zeug. Ist das aktivierte? Ja, es aktiviert das Indium. Okay, dann raus damit. Was ist das hier? Normales Indium? Jo. Die Dinger kommen auch gerade weg. Kann ich noch aufstecken? Kommt dahin. Ich habe keinen Platz mehr. Die wollte ich verkaufen. Okay. Habe ich jetzt alles weg hier? Ja. Es wäre toll, wenn es einen Button geben würde, hier einfach alles sortieren oder so und dann ist gut. Das Zeug geht da noch hin. Oh, ich habe noch Eis und Gravitino-Bälle, konnte ich nur verkaufen, ne? Ne, verbessern und handeln, könnte ich noch gebrauchen für was anderes. Mist. Habe ich hier irgendwo noch Platz? Da sind noch Plätze. Okay, dann hauen wir mal gerade hier das Zeug da noch rein. Und die Gravitino-Bälle gerade mal, dann sind die auch weg. Das Eis noch weg, hier. Ich muss das Zeug echt mal sortieren. Hier habe ich noch Kristalle, die brauche ich vielleicht zum Bauen. Ja, der Rest bleibt so, oder?
Passt schon. Ist schon okay. Dann habe ich ein bisschen aufgeräumt gerade so. Dann gucken wir uns die Flotte gerade mal an. Tja, dann habe ich jetzt keine Dings bekommen. Schade, die sah ziemlich cool aus. Habe ich nach gut Dünken gemacht und ja. Ich glaube, die letzte Frage war falsch. Ich hätte wieder zurück in die Realität kommen sollen, weil sonst kann ich ja mit der nicht interagieren, weil wenn ich in der Traumwelt bleibe, funktioniert das nicht. Macht zumindest von der Logik her Sinn. Aber ab und zu ist das auch ganz nett, wenn man mal ein bisschen abschweifen kann, wie jetzt hier im Gaming zum Beispiel. So, okay, das machen wir mal alles fertig. Das müllen wir natürlich wieder mein Inventar zu, intelligenterweise jetzt hier. Ich hätte das vorhin machen sollen noch. Ich weiß nur nicht, ob er mir das überall hinballert hier. So. Okay. Aber ich sag mal so, ich habe ja noch ein paar Anomalie-Detektoren. Wir haben ja die Traumantenne jetzt, dann ist das kein Problem. Hier habe ich noch was gekriegt. Oh, okay, wieder zu verkaufen. Das heißt, wir kriegen noch genug Fregatten. Ich frage mich nur, ob die alle gleich aussehen oder ob die unterschiedlich sind. Das wäre auch interessant. Ich weiß gar nicht, wenn ich jetzt hier nochmal mit Warp durch die Gegend fliegen würde, ob ich nochmal die Chance hätte, tatsächlich was zu kriegen. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Alter, ich habe schon wieder so viel Mist hier im Inventar gerade. Das kann ich auch nicht abladen, weil ich keinen Platz mehr habe. Das geht auch nicht. Das geht auch nicht. Mist. Aber einen Würfel habe ich gekriegt, habe ich gesehen gerade. Das ist ganz gut, weil die habe ich nicht mehr. Das geht dahin, das geht dahin und das geht hierhin. Okay, das Zeug habe ich noch. Herox. Und da ist mir hin. Das Zeug konnte ich nur verkaufen. Okay, da ist noch mehr Herox. Mist. Ein Herox ist über. Okay, jetzt habe ich hier keinen Platz mehr. Ich muss hier echt aufräumen. Das ist ja schlimm hier. Habe ich auf der 8 noch Platz hier? Ne, die ist voll. Die haben wir gerade voll gemacht. Die 9. Haben wir noch Platz? Schmeißen wir es hier mit rein. Ist egal. Wo war es denn jetzt? Das können wir handeln. Das handeln wir. Herox packe ich mal gerade weg erstmal. Oh, ich habe 9 von den Konvergenzwürfeln. Wow, okay, das ist eine Menge. Jetzt haben wir wieder Platz. Naja, okay. Muss ich die Traumantenne jetzt eigentlich immer im Inventar behalten hier? Ich finde interessant, dass ich die normalen Dinge transportieren muss hier. Na gut. Okay, wir gehen mal kurz reparieren. Und dann ist die Episode eigentlich auch schon wieder rum. Das ist nämlich nur kurz eine spontane Episode. Flotte verwalten. Die ist beschädigt. Dann gehen wir da direkt hin. So, wo muss ich denn jetzt, wo ist denn das? Magnetstiefel. 3 Dinge müssen wir reparieren, okay. Bedienfeld. Ich habe nicht mehr gut, was wir brauchen, wir reparieren es einfach. Wir reparieren es einfach. Ist auch ein S-Klasse-Ding. Okay. So, aber noch was zum Reparieren, ne? Schiff ist repariert. Okay, das ging jetzt schnell hier. Fregattenreparatur. Dann fliegen wir zurück. Okay, das war jetzt eine schnelle Reparatur, muss ich zugeben. So muss es eigentlich überall sein. So, was haben wir noch? Wir haben noch 2 Flotten, 2 Frachter, die beschädigt sind, ne? Ja, hier. Dahin. Ich sehe nichts. Wir könnten ruhig Lichter machen, okay. So, muss ich jetzt hin? Hier sind mehrere Sachen kaputt wieder. Ich sehe das schon. Da sind Dinge kaputt. Okay. Reparieren, reparieren. So, und jetzt müssen wir noch da unten hin zur Turbine. Ich glaube hier lang, ne? Ich glaube ja. Okay, ja, hier. Antriebskern reparieren. Das hat schon seinen Vorteil, wenn wir hier so viel Material haben.
Okay, Turbine springt wieder an. Haben wir das auch wieder repariert? Hier war noch nichts mehr zum Reparieren, ne? Nee. Okay. Dann gehen wir wieder. Teleporter hier. Oh, das ist immer so laut, ne? Da draußen ist immer gedämpft, weil du nichts hörst. Und dann, oh, da kommt auch einer um die Ecke. Guck mal, ein Techniker. So. Flotte verwalten. Den hier noch. Industrieschiff, okay. Oh nein, da müssen wir wieder hochklettern. Das ist wieder der Mist hier. Da müssen wir wieder hochklettern. Da müssen wir reparieren oder nicht reparieren? Ja, müssen wir reparieren, glaube ich. Vier Dinger sind wieder kaputt. Also, nee, fünf Dinger sind kaputt. Also vier von den Dingern und dann noch ein extra Ding, oder was? Bin mir nicht sicher. Das Ding ist genau nicht kaputt. Was haben wir denn? Die letzten beiden da hinten, okay. Also wieder nach unten. Na gut. Müssen wir da drüben hingehen. Und dann auf der anderen Seite noch. Vier Komponenten reparieren, okay. Dann schauen wir mal. Die letzten beiden. Das heißt der hier. Und der da drüben. Ich habe einen Techniker, der da vorhin aus dem Teleport rausgekommen ist. Was hat denn der eigentlich gemacht die ganze Zeit, hä? Der hätte doch hier hingehen können, das gerade mal reparieren. So. Aber was muss derjenige machen, der eigentlich keine Ahnung hat hier, ne? Oder bin ich ein Multitalent? Kann natürlich auch sein, dass ich ein geheimes Multitalent bin. So. Okay, das haben wir repariert. Noch drei Dinger. Dann könnte ich die eigentlich wieder losschicken, ne? Ich schicke die immer nicht los. Ich vergesse es mal. Dadurch kann ich die aber auch leveln und die bringen halt auch mal schicke Sachen mit. Tja, dann gucken wir mal. So. Ich fand interessant, dass die lebende Fregatte gesagt hatte, wir wollten den Weg gemeinsam gehen. Und dann doch gegangen ist. Aber ich gehe mal davon aus, fliehen wahrscheinlich, dann hat sie sich gedacht, okay, der hat Angst, dann gehen wir mal wieder. Kann ich auch so mit den Antworten, die ich gegeben habe, wird das vielleicht Sinn machen. Aber hey, wissen wir Bescheid? Machen wir beim nächsten Mal richtig. Kein Problem. Kein Problem. Oh, jetzt komme ich hier wieder nicht lang, ne? Ne, das funktioniert nicht. Ich muss wieder auf die andere Seite. Das ist jetzt doof. Ich muss einmal komplett ums Schiff rumlaufen, nur damit ich da drüben hinkomme. Das ist jetzt blöde gemacht. So, jetzt muss ich hier lang. Und drüben auf der anderen Seite noch. Und dann muss ich... Welche muss ich denn hier reparieren? Auch die letzten beiden hier, oder? Ich weiß es nicht genau. Das heißt, mit zwei den muss ich reparieren und... Die letzten beiden hier wieder, ne? Klettern wir hier hoch. Der müsste richtig sein, hoffe ich mal. Ja, das sieht schon mal gut aus. Den muss ich reparieren und dann müssen wir noch hochklettern da drüben, ne? So, den reparieren. Und jetzt müssen wir, wo müssen wir jetzt hin? Da oben. Also hier ist nichts mehr. Ne, da ist nichts mehr, okay. Dann müssen wir da rüber und dann da hochklettern oder was? Ich habe keine Ahnung. Wir müssen irgendwo lang. Ich weiß das noch nicht genau wo. Ich hoffe mal hier. Ja, müssen wir. Okay, hier zur Luftschleuse und die müssen wir zumachen. Okay. Haben wir drauf gehauen, funktioniert wieder. Sehr gut. Jetzt können wir wieder zurück und dann können wir die alle losschicken. Wahrscheinlich habe ich nicht genug Treibstoff, fürchte ich.
Ich gehe mal hier hin. Wir müssen ja nur zum Teleporter. Ist ja kein Problem. Brauche ich nichts auf die andere Seite gehen. So, und wieder zurück. Juhu. So, achso, wo ist denn der Ausgang jetzt hier? Da. Habe ich noch Treibstoff in der Tasche? Gucken wir mal gerade. Ich habe noch Treibstoff in der Tasche. Kann ich noch herstellen? Kann ich. 8 Stück sollten ja wohl reichen, oder? Jetzt habe ich die wieder so gemacht. Ich hätte wohl gerade wieder A drücken können, Mann. Wobei, nee, ich glaube, wenn ich das fertig habe, geht es, glaube ich, nicht, ne? Hä, sind die noch nicht zurück? Ha? Expedition planen, neu starten. Warum kann ich keine neuen starten? Die sind doch alle zurück, oder nicht, von Expedition? Oder sind die noch unterwegs? Waren die nicht zurück? Ich guck mal gerade. Warte mal, verwalten. Ne, die sind doch zurück. Warum kann ich keine losschicken? Oder habe ich die heute Morgen losgeschickt? Ne, die sind... Ich bin verwirrt. Oder kann ich nur alle 24-Stunden-Missionen starten? Und weil die 16 Stunden oder so gedauert haben, sind die fertig. Aber ich darf noch nicht. Kann auch sein. Weiß nicht genau. Zieht keine Mutter rein, deswegen. Ich wollte gerade sagen, da ist einer am Meutern. Ey, da müssen wir gleich nochmal hingehen. Aber nein, okay. Na gut, ja, dann haben wir das geschafft. Das mit der Fregatte war jetzt ernüchternd. Habe ich falsch gemacht, aber ist egal. Machen wir dann beim nächsten Mal. Hier habe ich noch ein bisschen was eingebaut, aber sind halt nur normale Module gewesen. So viel mehr war es jetzt auch nicht. Ich glaube, ich habe nur 1000 mehr gemacht jetzt, ne? Hier. Ich habe noch 2 S-Module eingebaut hier, aber ich habe halt die Feuerrate und Hitzeverteilung verbessert. Der Schaden ist, naja, ne? 5%, 4% ist jetzt nicht so viel. 24.880. Ich kann das noch weiter hochpushen. Also ich werde nochmal X-Module besorgen müssen. Dann haue ich die hier noch hin. Da muss ich mal gucken. Aber ich glaube, die X-Module sind allgemein, glaube ich, ne? Für allgemeine Waffen oder so. Ich bin mir nicht sicher. Mal gucken. Einen Anomaliedetektor haben wir noch. Ich habe, glaube ich, noch 2 sogar im Lager. Da können wir uns ein bisschen was machen. Gucken wir mal. Ich mache an der Stelle erstmal Stopp. Die Episode wird mir schon ja viel zu lang hier eigentlich. Eigentlich wollte ich nur eine halbe Stunde haben. Es sollte eine kleine Sonderepisode sein wieder, dass ihr noch was zum Gucken habt. Ich werde mal gucken, ob ich hier noch, noch so 2 dranhänge. Ich weiß gar nicht, dann, wo sind wir denn dann? Oder eine. Dann sind wir 65. Vielleicht suche ich mir dann ein Portal raus oder sowas, dass wir dann vielleicht weitergehen können. Muss ich mal schauen. Wie wir das machen, ob wir dann das Universum verlassen, ob wir noch gucken wegen der Fregatte oder was anderes. Ich weiß es noch nicht genau. Ach, ich muss ja eigentlich noch zur Siedlung, siehst du. Da ist ja auch noch Alarmstufe Rot. Egal. Habe ich jetzt keine Zeit mehr für. Ich springe nämlich jetzt gleich noch schnell in die nächste Expedition. Ich bin gespannt. Die wird mich wahrscheinlich gleich umhauen. Wenn da Permadeath ist, könnte das interessant werden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir auf jeden Fall. Wieder was gelernt. Unbekannte Bekanntschaft gemacht. Und hoffentlich gibt es da noch mehr von. Ich sage danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.